Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Ein neues, schönes Horror-Let's Play. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das habe ich nämlich schon ziemlich lang auf meiner Liste. Und jetzt sind wir endlich hier in Daymare 1998. Ja, und diesen Text, habe ich geglaubt, liest jemand vor. Das ist aber nicht der Fall. Ich habe ihn nämlich hier schon mal kurz aufgenommen. Ich gewartet, bis irgendjemand vorliest. Auf einmal steht da unten Fortsetzung. Und habe mir gedacht, muss ich wahrscheinlich selber lesen und genau das werden wir jetzt tun. Erstmal den Text lesen und dann geht's los ins Spielgeschehen. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwarten wird. Ich bin aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt. Wird, glaube ich, was ich mal so gelesen habe, ein bisschen ein längeres Projekt. Aber wie genau und was wir da jetzt alles zu tun haben, das erfahren wir dann gleich nach dem kurzen Text. Mehrere Stunden sind vergangen, seit die Kommunikation mit dem Aegis-Labor zusammengebrochen ist. Jetzt werden zwei hochqualifizierte Teams aus Agenten von Hades, Hexacore Advanced Division for Extraction and Search entsandt, um der Sache nachzugehen. Ihre Mission? Sie müssen die vermissten Forscher finden, die scheinbar spurlos verschwunden sind und sensibles Material für eine Geheimabteilung der US-Regierung bergen. Special Agent Leaf hat den Auftrag, sich Zugang zu den unteren Ebenen des Labors zu verschaffen und als er zum zweiten Dienstboteneingang gelangt, erkennt er, dass das Sicherheitssystem die gesamte Anlage unter Quarantäne gestellt und dabei automatisch jeden eingesperrt hat. Dies soll als Warnung für zukünftige Eindringlinge dienen, dass ein Experiment auf schreckliche Art und Weise fehlgeschlagen ist. All that matters on the chessboard are good moves and the actions you take to achieve this result. What I do is bide in the shadows, where I can strategically exploit the most vulnerable pawns. But this time had to be different. This time, I had to involve my hand directly. But let's get things in the right order. So I began the first phase of my plan. Requesting the evacuation of all remaining personnel. Code Blue, repeat, this is a Code Blue emergency. Please respond, anyone, please. My name is Rebecca Jordan. I'm a doctor at the Aegis Medical Facility on the North Ball Islands. We have a problem of submagnitude here. There's a situation in the building that requires... There's been a terrible mishap. I think we've been exposed to some kind of gas, a corrosive agent that latches onto the lungs, warping people outside. Can anyone hear me? Kapitel 1. Signal verloren. Making it home in one piece are a lot better with you on the battlefield. But that's if
you know, Gomer Pyle, doesn't put us down first. Just shut the fuck up, Leaf. Goddamn motor mouth. Don't let him get to you, kid. That Shepard squawks at anyone with a bigger stick. Which is pretty much everyone. Never should have pulled his ass out that fire back in room in 94. Thanks, Hayden. Understood, Major. Damn it. I mean, I don't know. Maybe I should just let the past go. Romero Fort Gulf, this is HQ. We hold you on gadget and show you entering the airspace above the island. You should be within visual range of Aegis at any moment. Over. HQ, this is Sandman Action. In descent for November Foxtrot India. Standing by for a mission goal. Sandman Action, this is HQ. You are a mission goal. Authentication Echo Gulf 394 at time 0227 Zulu. Out. We're a mission goal. This is the second platform. And the end of the line for you, lead. Green will infiltrate the laboratory via the third platform. After that, Raven and I will hold position at the external loading bay and remain alert 5 to pick you rubber suckers up upon completion. At which point, we'll regroup on Platform 2. Keep your comms clear as a precautionary measure. Over. Roger that. Comms clear. En route to primary objective. Over now. Na supi, das ist sicher gut, wenn wir da jetzt alleine rumlaufen. Bleiben die da oder fliegen die weg? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, was ich weiß, ist, ich habe doch hier eingestellt, wo war denn das Audio? Sprache Deutsch. Hat irgendwie nicht so funktioniert. Reden trotzdem Englisch. Furcht, sollen sie halt mal machen. Und hier, wenn wir das ein bisschen höher stellen. Huch. Haben wir 55. Wie gesagt, ich schaue ja vorhin... Hallo, warum macht denn das da oben nicht? Ah. So. Na, das sieht ja schon mal viel besser aus. Keine Ahnung. Unlock codes received. We are remotely overriding the service access to Aegis Station. As explained during the brief, the data interchange device is still being tested for field use. Nevertheless, it will become your most important resource, allowing you to manage weapons, consumables, consult maps, health state, and above all, allow you to interact with any type of electronic device. Over. Na, da haben wir ja sowas gleich. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt hier ist, alleine rumzulaufen, ganz ehrlich, aber okay. Inventar, Gegenstände. In diesem Tab findest du alle Verbrauchsgegenstände und anderen wichtigen Gegenstände, die der Charakter im Laufe des Spiels findet. Im oberen Abschnitt befinden sich darin außerdem die Waffen des Charakters. Okay. Also alles Mögliche findet man im Inventar. Status. In diesem Tab findest du alle Informationen über den Gesundheitszustand des Charakters und etwaige Veränderungen. Die Karte gibt's auch. In diesem Tab findest du die Gebietskarte und die Informationen über die aktuellen Ziele. Und Dokumente haben wir auch noch. In diesem Tab findest du alle Dokumente, ID-Tags und Audiodateien, die der Charakter im Laufe des Spiels findet. Okay. Na, dann machen wir das mal auf, das Teil da. Zwei Waffen haben wir dabei, eine Pistole und ein bisschen was Härteres natürlich auch. Und wir haben den 19. August 1998. Jetzt hätten wir schon mal geklärt, warum das Spiel Daymare 1998 heißt. Denn wir sind hier 1998 unterwegs. Wirkt aber alles schon ziemlich modern, muss ich sagen, für die Zeit. Magazin haben wir da unten. Eine Kartonschachtel mit 9mm Parabellum-Patronen. Ach so, wird für die GK-22 verwendet. Sieht man da oben, was das ist, die GK-22? Vermutlich ist das die Pistole. So, Tab wechseln. Keine Veränderungen erkannt. 100 Leben, da bin ich froh. Landeplatz, na, so viel von der Map kennen wir ja noch gar nicht. Etage wechseln. Jo. Achso, hoppala. Vielleicht müssen wir das erstmal alles entdecken, damit das da unten aufscheint. Und Files werden wir auch noch keine haben. Audio? Nee. Na gut, dann gehen wir mal da rein. Ach, nehmen wir mal die da. Da steht zwar Error drauf, aber irgendwie öffnet sich die trotzdem mit einem Klick. Taschenlampe haben wir auch dabei. Security liegt schon am Boden. Die wurde als erstes befallen anscheinend. Security, Arbeiter, Ärzte, beziehungsweise Wissenschaftler.
Wenn wir kurz testen. Okay. Und mit der hier? Ja, nehmen wir mal am Anfang die. Ich schätze mal, da werden jetzt nicht so die Mega-Leute kommen, also hoffe ich. Okay, die Tür geht wieder zu. Joggen und Sprinten können wir natürlich auch. Und jetzt möchte ich ganz gerne nochmal auf die Map gucken, um zu schauen. Aha, jetzt gehen wir schon ein bisschen mehr. Also dann nach oben, da ist die Ladefläche und da oben geht's weiter. Da ist grün, vielleicht sollen wir ja da hin. Huch. Loading Bay, genau. Hui. Sandman to Asian Leaf. Judging from the fragments of video we pulled from surveillance, it appears that several tanks labeled CSR-3 have already been attached to the main hoisting unit. I'll say I'll stand by at the main doors to the freight elevator. Over. Liev here. Copy that. Objective confirmed. Looks like the contagion leaked out from a couple tanks crammed into the area. There are also sure signs of a firefight and explosive residue. Proceeding with the mission. Over. Finde einen Weg. Müsste ja jetzt theoretisch auch alles da drin stehen. Hä? Wurscht. Wir wissen ja eh, was wir zu tun haben. Da sind die Fässer. Was bringt das, wenn ich da drauf schieße beispielsweise? Gar nichts. Okay. This is not a passenger elevator. Ich muss zuerst das Dach öffnen. Na gut, wenn wir das zuerst öffnen müssen, dann werden wir das zuerst öffnen. Da geht's nicht weiter. Da ging's mal weiter. Früher. Ach, guck mal. Hehehe. Genau danach habe ich gesucht. Hohlspitzgeschoss. 8 Stück davon. Sehr gut, sehr gut. Da brennt's. Liegt da drin vielleicht auch noch was? Der ist, glaube ich, eh schon tot. Ist ja halt die Frage, wann ist denn der tot? Das hat nämlich ausgesehen wie ein Zombie. Derjenige, der da die Ärztin bzw. Wissenschaftlerin angreifen wollte in der Zwischensequenz. Also von dem her, ein toter Zombie kann ja genauso gut lebendig sein. Außer man bringt ihn dann wirklich um. Dann okay. Camp Area. Das ist alles schon so kaputt, das kann ich mir ja unmöglich vorstellen, dass das jetzt alles erst passiert ist hier. Wir sollen denn da oben das alles abgeklopft haben? Hm. 12 Stunden ist es her, seit der Funkspruch uns erreicht hat. Also doch schon eine gewisse Zeit. Oh. Was ist mit dem passiert? Hm. Manche haben noch die Dienstkleidung an, manche haben noch eine Haut, aber der hat ja gar nichts mehr. Aber warum? Noch so einer. It's about time you guys got here. You're with emergency response, right? That's right, Agent Liev. How's the leg? Oh, it hurts like hell. But I'll be all right. Can't move very far, though. That's unfortunate. Listen, I need to search this place for survivors. I'll come back for you as soon as I can. Survivors? Yeah, well, good luck with that. Anyway, I'll be waiting here. I just need a... rest my eyes a little. Glaub nicht, dass das so eine gute Idee ist. Eliminiere den Aegis-Arbeiter. Warum das denn? Das will ich ja gar nicht. Oder hat der... Der sagt gar nichts. Hat der den Virus... Also Virus, sag ich jetzt mal. Weiß ja gar nicht, was das ist. Hat er das auch aufgenommen? Das Gas? Warum soll ich den jetzt erschießen? Ich wollte den eigentlich nach draußen bringen. Als einziger Überlebender, warum nicht? Aber ich schätze mal, der wird genauso verwundet sein. Da hinten sieht man ja auch das Blut. Und ich möchte nicht, dass der dann auch mutiert. So ein von den Dingern, die da draußen schon liegen. Bisschen schade finde ich, dass da keine andere Möglichkeit gibt. Dass man jetzt irgendwie sagt, okay, man lässt den noch hier. Und hofft dann drauf, dass es ihn nicht erwischt. Aber man hat nur die Möglichkeit, ihn zu erschießen. Ich kann auch gar nicht weggehen. Ich muss den erschießen. Ich kann nicht zurückgehen oder so.
Es tut mir leid, aber mir bleibt keine andere Wahl. Finde einen Weg, Castorgas zu bergen. Waffe nachladen, Magazin, Schnellplätze, E drücken. Um nachzuladen, musst du zuerst das Magazin im Schnellplatz unter Menü auswählen. Was? Schnelles Nachladen, R drücken. Also warte mal. Normales Nachladen ist E drücken. Und schnelles Nachladen, drücke einmal auf die Schaltfläche Nachladen, um schnell nachzuladen. Der Charakter setzt das aktuell ausgerüstete Magazin durch ein neues und wirft das alte auf den Boden. Das fallen gelassene Magazin kann jederzeit wieder aufgehoben werden. Aha, also der Unterschied zwischen dem da, normal nachladen und schnell nachladen, ist, dass man hier die Magazine quasi tauscht. Das ist dann schon im Inventar drin. Und hier wirft er das am Boden, man muss das nachher nochmal holen. Okay. Langsames Nachladen gibt's auch. Halte die Schaltfläche Nachladen gedrückt, um langsam nachzuladen. Der Charakter setzt das aktuell ausgerüstete Magazin durch ein neues und legt das alte zurück ins Inventar. Mhm. Einmal drücken, gedrückt halten. Gut, vielleicht gibt's da auch mehrere Magazine mit unterschiedlichen Schüssen drin. Also besseren und schlechteren Schüssen, keine Ahnung. Sonst würde ich jetzt irgendwie nicht den Unterschied erkennen zwischen dem da und dem da. Munitionsverwaltung. Über die Gegenstände-Tab im Dark kannst du Munitionskisten und Magazine kombinieren, um die Magazine zu befüllen. Aha. Das müssen wir vielleicht auch noch machen. Okay, das ist ein 10er-Magazin, da brauchen wir nichts befüllen. Genau, da gibt es Parabellum-Patronen und da gibt es auf einmal Hohlspitzgeschosse. Das sind also verschiedene Geschosse hier. Deswegen, okay. Und wenn man hier normal nachlädt mit I, so wie hier, dann kann man bestimmtes auswählen. Und wenn man langsam nachlädt, dann nimmt er einfach irgendeins. Und es scheint, dass wir hier nichts irgendwie lesen können oder sowas. August. Und noch den Security-Menschen haben wir nicht weiter verhören können. Dann gehen wir mal da die Treppe nach oben. Ich glaube, einen anderen Weg wird sie nicht geben. Leaf to Mission Control, Sandman. I made contact with an Aegis worker. I followed the protocol. I'm now heading to the control room to begin loading procedures. Over. Copy that. This all brings back memories from 94. Especially that day, when you opened fire on all those poor, innocent people. Or what was left of them. Don't you remember? Orders are orders, Major. And those innocent people weren't exactly civilians. When you finally get your ass out of that chopper and onto the battlefield, we'll talk about it. Proceeding to objective. Over. Also da hat es anscheinend schon einen anderen Vorfall gegeben, vor vier Jahren, 1994. Also wir sind, das Team zumindest, diejenigen aus dem Heli, sind dann schon eine Weile dabei. Bei dem Topier. Bei Hades oder Hades. Ich glaube, die haben das im Heli ein bisschen anders genannt. Ich nenne es aber mal Hades. He hates me. Entschuldigung. Was ist denn hier los? Ist das eine Kamera? Warum das denn? Someone must have had a lot of fun down here. Ein Dokument. Tagebuch des Admirals, aus dem Japanischen übersetzt. 8. August 1945. Oh, Ehre. Ein Fremdwort für die alliierten Streitkräfte. Die Atombombe der USA hat tausende unschuldige Seelen in Sekunden getötet. Und keine Soldaten, keine Männer, die aus freien Stücken in den Kampf gezogen waren und ihr Leben dem Dienst für unsere große Nation geopfert haben, sondern friedliche Zivilisten, die in den Städten lebten, von denen heute nichts mehr übrig ist. Frauen und Kinder, unsere Familien sind tot, ausgelöscht von der Begierde nach Überlegenheit, der Begierde der gesamten Welt, die Stärke ihrer Wissenschaft zu demonstrieren, der Atombombe. Aber nun ist die Zeit gekommen, ihnen zu zeigen, wozu unsere eigene Wissenschaft fähig ist. Es hat zehn Jahre gedauert, um schreckliche Waffen zu entwickeln, doch die schlimmsten von allen sind uns durch Zufall in die Hände gefallen. Wir hatten beschlossen, unsere Monster, unsere schlimmste Entdeckung, geheim zu halten, denn sie schien selbst für Einheit 74 zu inhuman, obwohl wir den dort beschäftigten Männern die Entfesselung der dunkelsten Gründe ihrer Seelen gewährten. Eine Waffe, die selbst für den Krieg zu unmenschlich schien, aber nicht zu unmenschlich für jene, die durch einen Knopfdruck allen Anzeichen von Ehre entsagten. Die Männer dieser Crew,
Die Väter und Söhne, die nun ihrer Geliebten beraubt wurden, nannten es Shuyin, die Verdammung. Die Welt in Literatur und Chronik wird sich der Verantwortlichen für die Atombombe als bösartig und respektlos erinnern. Ein Massenmord, der ihr Bewusstsein auf ewig trüben wird. Aber das reicht uns nicht. Nicht uns. Nicht an die Familien, die sie in nur einer Sekunde ausgelöscht haben. Durchhaltevermögen ist besser als Niederlage. Der neue Kaiser hat befohlen, Shuyin auf den Feind loszulassen. Ein göttlicher, geräuschloser Wind und doch extrem tödlich. Unsere Verdammung wird sie ins Herz treffen und sie auf denselben Pfad des Leidens geleiten, den auch wir beschreiten mussten. Wir sind vor einigen Stunden aus Tokio aufgebrochen und rechnen mit einer langen Reise in Richtung der amerikanischen Küste, wo wir die Seuche entfesseln werden. Danach wird sie ein Schicksal ereilen, das sie nur aus ihren Science-Fiction-Romanen kennen. In diesem Moment läuft eine zweite I-400 der glorreichen kaiserlich-japanischen Marine aus den Häfen von Osaka aus. Sie wird die zweite und letzte Reserve der Seuche an einem streng geheimen Ort in Deutschland bringen. Einheit 74 existiert nicht mehr. Sie wurde von einer 20-Kilotonnen-Bombe vom Erdboden gefegt, doch ihre Schöpfung ist lebendiger denn je und mit ihrer Hilfe könnte sich das Gleichgewicht der Weltmächte doch noch zu unseren Gunsten verändern. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun. Den Rest wird das Schicksal für uns erledigen. Admiral Shin Yi M., der Rest ist unleserlich. Ein Brief also von 1945, von über 50 Jahren, wenn wir jetzt mal vom Datum im Spiel hier ausgehen, von 1998. Und damals wurde anscheinend versucht, kommt auch rein, nee, hat so komisch geleuchtet dieser Punkt da. Damals wurde anscheinend versucht, als Gegenschlag für die Atombombenabwürfe, also ja, überhaupt einen Gegenschlag durchzuführen. Aber ob das hier auch getroffen wurde? Also damals? Gesundheitssystem. Schnellplätze rasch benutzen. Um einen Gegenstand zu benutzen, musst du ihn zuerst im Schnellplatz-Untermenü auswählen. Halte die Schaltfläche Gegenstand benutzen gedrückt, um den ausgewählten Verbrauchsgegenstand zu benutzen. Wenn du einen Gegenstand benutzt, verändert sich der Status des Charakters vorübergehend. Durch das Benutzen eines Gegenstandes kann sich auch der Überdosiswert des Charakters erhöhen und dem Charakter bei einem bestimmten Level Schaden über Zeit zufügen. Oh, wenn der Charakter nicht von irgendwelchen Statusänderungen betroffen ist, verringert sich der Überdosiswert mit dieser Zeit langsam von selbst. Eine Gesundheitsflüssigkeit, da hängt auch so ein Security drin. Ob das vielleicht hier irgendwie was damit zu tun hat, diese Fässer, die da draußen stehen, ob die da weiter dran geforscht haben, hier in dieser Basis, und dass sie jetzt irgendwie außer Kontrolle geraten ist? Ich muss zuerst die Stromversorgung wiederherstellen, ich dachte, er nimmt das Walkie-Talkie hier mit. Alle tot. Und wir immer noch komplett alleine hier. Ich meine, wir haben hier so ein kurzes Briefing gehabt im... Was ist denn da? Irgendwo eine Maus? Oder was ist das denn? Die muss doch dann irgendwo da drin sein. Ach, so ein Teil ist das. Hä, was ist das denn? Was können wir denn mit dem machen? Gar nichts? Das ist vielleicht irgendwie sowas Sammelbares oder sowas. Ah. Ein Energieriegel. Na, schau mal einer an, was wir da alles finden. Sonst sowas da drin? Nee, das ist nur der eine Schrank. Warum können wir den anderen eigentlich nicht öffnen? Komisch, 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 komisch. So, wir lassen uns nicht weiter aufhalten. Überall hier, links, rechts, egal wo du hinschaust, überall pickt das Blut von den Erschossenen. Von den Mitarbeitern und natürlich auch den Infizierten. Ah, Statusüberprüfung, cool. Finde einen Weg, Castorgas zu bergen. Da oben steht's also. Overdose haben wir nicht, wir haben noch nie was benutzt. Lalalala, eine dritte Waffe können wir auch noch haben. Na, schau mal einer an. Und ein Magazin haben wir da. Und eben auf Q, das für die Gesundheit. Also alles ausgerüstet, falls wir es irgendwann brauchen sollten. Da ist nichts, da drüben wahrscheinlich auch nicht. Ich frage mich, die sind irgendwie wie Gefangene aus hier, aber ich schätze mal, das werden auch irgendwelche Arbeiter gewesen sein.
in Schutzanzügen oder sowas. Also noch ärgeren, als die anderen eh schon anhaben. Ein Speicherpunkt. Aber wir haben bisher noch keinen Infizierten gesehen. Nur den noch Lebenden, aber der war ja noch menschlich, den wir erschossen haben vorher. Ach, da geht's gar nicht weiter, okay. Ohne Taschenlampe wäre es schon ziemlich dunkel hier. Der hat sich da auch rüber, oder? Wurde der daher geschleift? Oder hat sich der selber dahin geschliffen? Na, ich schätze mal, der wurde hier getroffen. Oder von da hinten, überhaupt irgendwo da hinten getroffen. Ist dann hierher gekommen, da zusammengebrochen und hat sich dann bis dann nach drüben geschliffen. Rettung kam ja keine mehr. Zahlungseingang. Sieht nach einer Banküberweisung an Jay Phelps aus. Über 1 Million Dollar. Das nehmen wir mal mit. Die Zahlungen. Da vielleicht mit dem Geld versucht wurde, irgendwas zu vertuschen? Ah. Noch eine Taschenlampe. Können wir mal gar nicht mitnehmen. Notiz an Praktikanten. Ich habe deine Akte gelesen, Kevin. Und dein Lebenslauf ist wirklich beeindruckend. Trotz deines zarten Alters hast du bereits allerhand komplexe Ausrüstung installiert und gewartet, über deine Existenz die meisten hier beschäftigten Techniker nicht einmal Bescheid wissen. Nun, ich will dir keine Angst einjagen, aber ich möchte, dass du dir absolut bewusst bist, worauf du dich hier einlässt. Ich habe gehört, dass du einen Mitarbeiter gefragt hast, welche Art von Forschung wir hier betreiben. Wenn ich raten müsste, es ging sicherlich um das UFO, das vor der Küste dieser Insel gefunden wurde. Diese Wissenschaftler streben ganz eindeutig danach, das menschliche Genom dauerhaft zu verbessern, um Super-Mensch-Alien-Kreuzungen zu erschaffen. Das war natürlich ein Witz. Aber diese Anlage unterliegt höchster Geheimhaltung und die Verantwortlichen werden nicht zögern, dich einzubuchten oder den Schlüssel ins Meer zu versenken, falls du ihnen einen Grund dazu geben solltest. An einem Ort wie diesem verfügen wir selbstverständlich über die neuesten Computersysteme und Maschinen, von denen die meisten Techniker keine Ahnung haben. Du hast aber Glück, denn die thermoelektrischen Generatoren sind trotz ihrer enormen Leistungsfähigkeit sehr einfach über die Benutzeroberfläche zu bedienen. Die einzige Hürde, die du überwinden müssen wirst, ist der Spezialfall eines Stromausfalls. In dieser Situation musst du lediglich einen PC finden, um zu überprüfen, in welchen Bereichen es einen Kurzschluss gab. Dies wird durch einen blinkenden roten Punkt angezeigt. Unglücklicherweise verläuft der Reparaturprozess nicht automatisiert. Du musst also die Stromzufuhr manuell über das Bedienpult wiederherstellen, indem du die rot markierten Bereiche umgehst. Wenn du erfolgreich bist, werden sie grün aufleuchten. Halte dich einfach an die Instruktionen auf dem Bildschirm, dann werden sicherlich keinerlei Probleme auftreten. Wenn du es allerdings mit etwas Ernsterem zu tun haben solltest, ruf mich an. Dann werde ich jemanden hinunterschicken, der dir bei der Sache helfen wird. Aber vergiss nicht, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Willkommen an Bord und viel Glück. Mitch O'Hagan, leitender Verwaltungsoffizier. Okay, und ich schätze mal, das wird dann hier sein. Ich sehe da schon Punkte. Verwende die Kombinieren-Funktion, in den Daco-Magazine nachzuladen. Werden wir auch kurz mal reinschauen. So. Die Kombinieren-Funktion. Use. Ah, hier, kombinieren. Ah, cool. Okay, da kann man dann auswählen. Job, kombinieren oder use. Und wenn wir es kombinieren, muss man dann einfach auf das andere drüber ziehen. Okay, na lustig. Da haben wir auch noch was. Remember to pull it. Das ist dann vermutlich alles schon mal für den Strom wiederherstellen. Ein bisschen Schiss habe ich, dass diejenigen, die hier vielleicht infiziert sind oder noch überlebt haben, möglicherweise glauben, wir sind feindlich gesinnt. Ich meine, gut, sind wir wahrscheinlich für die auch, denn wir haben ja gerade den Security-Menschen erschossen. Also so freundlich können wir ja nicht sein. Aber ich habe nur ein bisschen Schiss, dass sie uns dann sofort angreifen. Aber das werden wir dann rausfinden erst in der nächsten Folge, nämlich morgen hier von Let's Play Daymare 1998. Ja, morgen sehen wir uns wieder, morgen in Folge Nummer 2. Und da starten wir dann mal den Strom hier in der Bude. Dann haben wir endlich mal wieder Licht, hoffentlich richtiges und nicht nur mit unserer Taschenlampe hier. Und schauen uns die Sachen, die hier vorgehen, mal genauer an in der nächsten Folge dann. Bis dahin, danke dir fürs Zusehen und tschüss.